Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silver und ich möchte gerne mal mit dir schauen, macht es Sinn, sich zu verbiegen? Ich erlebe das auf vielen Gebieten. Also ich bin ja auch immer noch ein bisschen beruflich unterwegs, aber genauso im privaten Bereich, in Klicken und Absprachen müssen eigentlich überall getroffen werden. Auch im Handwerk oder wo. Also das ist im Leben ganz, ganz häufig so. Und dann bespricht man etwas und wundert sich dann manchmal, dass die andere Seite oder einer von mehreren nochmal versucht, so einen kleinen Vorteil da für sich so heimlich, still und leise rauszuarbeiten, ohne in der Hoffnung, dass die anderen das nicht merken. Ohne das aber auch nochmal zu sagen. Ich denke, es ist ja legitim, wenn man sagt, ich habe nochmal drüber nachgedacht oder ich habe nochmal nachgerechnet oder ich habe nochmal dieses oder jenes gemacht. Ich kriege das doch nicht so hin und ich kann da nicht so früh sein oder wie oder was. Also Absprachen sind überall. Aber dieses so Klammheimliche, das tut uns selbst nicht gut, wenn wir sowas machen würden. Ihr macht das ja gar nicht. Aber so, dass ich mich immer frage, Mensch, wie fühlt der sich jetzt, wenn der versucht, da denkt er, ich bin dusselig. Okay, kann er ja gerne denken, ne? Aber es ist dann immer meine Frage, wie gehe ich damit um? Aber das ist hier in dem Film gar nicht das Thema, sondern die andere Seite. Er sollte das nicht machen für sich selber. Ich hatte ja Zeiten in meinem beruflichen Leben, da hatte ich studentische Aushilfen und das war auch in einem großen Konzern, wo das nicht unbedingt auffiel, wenn man nicht pünktlich morgens kam oder so etwas. Und ich habe immer versucht zu vermitteln darauf hingewiesen, mach es für dich selber. Es mag sein, dass du dich so durchmogeln kannst und dass es keiner merkt. Aber was macht es mit dir? Wie fühlst du dich? Husche ich da morgens nochmal so rein und denke, hui, Tür ist zu und wunderbar, ich glaube, es hat keiner gesehen? Das macht keinen Sinn. Also da zu gucken, für sich selber gerade zu stehen und nach dem eigenen Wertesystem zu leben. Nicht, weil man den anderen schonen will, sondern weil es für einen selber gut ist. Und dabei auf die Suche zu gehen und da zu gucken, dass du also die Möglichkeit hast, immer nach deinen Werten zu leben. Auch wenn dahinter jemand ist, der das so ein bisschen von dir möchte. Arbeitgeber oder was weiß ich, gibt es ja auch genug. Also da sich hinzustellen und zu sagen, nein, so möchte ich das nicht. Wenn, dann spreche ich das offen an. Und gut ist. Tschüss.